weihnachtlich. Dekoration draußen. Wow, sieht das geil aus. Wir sind immer noch am Arbeiten, haben einen Glühwein getrunken. Und dann, jetzt ist fast bald der zweite Advent. Geht so schnell, wir müssen feiern. Geniessen. Schöne Zeit. Weihnachtszeit ist wirklich herrlich. Tschüss! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on one horse open sleigh. Mehr Glühwein. Aber jetzt ein wenig stärker. 20%. Tschüss. Tschüss. Grüße aus Schweiz. Jingle bells, jingle bells, jingles all the way. Oh, what fun it is to ride on one horse open sleigh. Frohe Weihnachten, schöne Adventszeit, tschüss. Jetzt bin ich auf Zoom. So, jetzt gehe ich mal schauen, wo sie sind. Sie sind in der Werkstatt. Oh, look. Also komm, schnell. Da sind alle am Arbeiten. Wir sind so schön, einfach ein groß und so viel Platz. Was passiert da drin? Ganze Nacht. Sie sind in der Werkstatt. Mein Sohn macht einen Generator. So Strom. Geht für ganz Haus. Da sind sie. Tschüss. Olli. Erster Advent und das ist Glühweinzeit. Glück? Schwedisch Glück. Ich habe da gerade Besuch, jetzt bekommen sie gerade bis Weihnachten. Ich freue mich für sie. Tschüss, bis später. Jetzt muss ich noch die schöne Küchli drauf. Aber schon der Teller. Hoffentlich freuen sie sich. Sieht alle in der Werkstatt. Jetzt habe ich alles weggenommen, da die Früchte auspresst und die mache ich jetzt, koche ich das zweite Mal mit Flüssigkeit. Die habe ich so immer gemacht. Jetzt habe ich den Zucker reingetan, jetzt habe ich zwei von denen. Jetzt muss ich probieren, vielleicht nehme ich einen dritten rein. Ich bin gespannt, habe noch nicht probiert. Also probiere ich gerade. Innenlöffel immer frisch. Die Kinder sind so gerne. Ich bin so froh, dass sie das schätzen. Ich mache auch sehr, sehr super alles und nehme mir Zeit. Sehr süß. Sehr fein. Sieht sehr scheiße aus. Gerade aus dem Bett. Morgen früh ist um 6 her. Ich glaube, ich nehme noch einen Zucker rein. Und mache noch mehr ausmischen. Tschüss! Das ist gemütlich. Morgen früh habe ich da angezündet für die Kinder. Tschüss!
Eerst Advent. Schön muss man feiern. Jetzt kocht's. Jetzt lasse ich das kochen. So 15 Minuten. Nachher zerdrücken. Tschüss. Nachher kommt Zucker. Jetzt ist wieder Zeit für Säftele. Ich habe in Gefriertruhe, ich habe heute Nacht nicht so gut schlafen können. Es ist Dezember. Ich bin zu spät einkaufen gegangen. Also meistens bin ich dort auch hochgebracht. Habe ich dann Gefriertruhe ein bisschen Ordnung gemacht. Und jetzt habe ich die viele Beeren gefunden. Und da habe ich mir, ja, wir haben kein Sirup mehr. Das mache ich wieder. Und das ist so schön. Die Farben. Sehr viel Vitamine. Tschüss! Sieht das gut aus? Ich muss einfach genießen. Ich habe heute geplant zu trainieren. Aber ich merke, manchmal macht man so einen riesen Stress mit so Training und gewisse Sachen, was man einhalten soll. Und aber der Körper will das gar nicht. Also ich merke einfach, ich brauche noch ein bisschen Ruhe. Und den Morgen ein bisschen genießen. Ich stresse immer so alles, was ich tun muss. Dabei, das hier zu genießen, oder? So ein schöner Morgen. Ich habe fast nie Zeit. Ich muss mich richtig anstrengen, um mich zu beruhigen und genießen. Aber ich tue das wirklich bewusst, weil ich weiß, das ist das Problem heute. Ich habe gar keine Zeit. Es muss alles so schnell gehen. Okay, tschüss. Hi. Ist das selber? Das ist so ein schöner Morgen. Ich muss aber ein bisschen reden. Das ist ja ein Frust. Ganz hübsch. Ничего потребности, что ж. А вот тут бахнет все. Чуть руся. Он будет слепить кайфу. Он мой конец. Стой, стой, ну вот. Geis Mama, Rosa ist gestorben. Wir sind alle verzweifelt. Wir könnten 1000 Franken zahlen, um sie wieder lebendig zu kriegen. Hafensack ist ausgegangen. Da habe ich 2 Tage oder 1,5 Tage ein paar Flocken von den Kaninchen gegeben.
Een deel is gestorven. Kijk, ze zijn ganz schuldig. Daar zijn die hoppertjes van de geis. Had ik alle dag nog gekregen. Doch, dat is ze gestorven. Da ist Rosa. Wegen dem Haferflocken. Also wegen dem Kaninchenfutter. Der Tierarzt, der gekommen ist, der hat ganz viele Geißen selber. Der hat selber genau das Gleiche gemacht. Die sind ganz heikel, die Geißen. Er hat also einen Winter gehabt, hat gedacht, jetzt nehmen wir die Geißen hin und ein bisschen Futter geben und sie verwöhnen. Genau das. Ich glaube, zwei von ihm sind dann gestorben. Weil es lieb sein wollte. Ganz schwierig. Zwei Drittel von dem Körper ist Bauch. Und wenn der aufschwellt, hat er keine Chance. Sterben sie langsam und ziemlich plagend. Da ist Rosa. Einer von den hübschesten Geißen, die man sich vorstellen kann. Hier hat sie gesagt, sie war gerade neidisch vor einem halben Jahr, als sie uns besucht hat und sie gesehen hat. Hör auf! Jetzt bin ich traurig. Verabschieden wir uns. Wenn wir einen Tag warten, dann stinkt das morgen so, weil der verfällt so schnell. Jetzt bringen wir sie schon weg. Oh, und die ganze Familie ist betroffen. So traurig. Also, aufpassen mit Geiss. Ganz heikel mit Essen. Nie wechseln und ganz wenig klopfen. Und dann genau die richtige Flocken. Nicht einmal eine andere Flocken haben oder so. Tschüss! Jetzt gehe ich im Hip-Hop-Konzert. Ganz süßes Kleid, rosa, pink. Und ich habe Pferdenliebli und Schwänzli. Ich freue mich, ich bin eingeladen. Ich habe Tickets gratis gekriegt, kosten sonst nochmal 50 Franken. Ich freue mich sehr. Ganz neue, junge Deutsche. Super Lieder. Ich freue mich auf etwas ganz Neues. Ciao! Mein zu Hause gemachter Sirup gerade ausprobiert mit Prosecco und Wodka. Tschüss.